Hallihallo, liebe Mitglieder, es ist soweit. Wir dürfen wieder trainieren. Ihr dürft auf jeden Fall wieder trainieren. Und wie das Ganze dann funktioniert, erzählen wir euch hier heute. Einchecken tut ihr bitte über den Haupteingang. Da kommt ihr auf jeden Fall rein. Dann checkt ihr euch bitte selbstständig ein. Danach geht ihr in einen der Trainingsbereiche, den ihr selber für euch quasi gebucht habt. Kommt gerne mit. Okay, also wir haben vier Trainingsbereiche. Trainingsbereich 1 ist einmal unser Flexzirkel zusammen mit Gym 2. Da haben wir ein paar Geräte für euch reingestellt, ein paar Cardio-Geräte fürs Warm-up und so ein bisschen was, damit ihr auch richtig schön trainieren könnt. Okay, wenn ihr dann durch den Flexzirkel durch seid, könnt ihr wie gesagt auch im Gym 2 trainieren. Wir haben für euch einmal auch eine Langhantel mit Gewichten bereitgestellt. Niki wird euch dann ein Workout of the Day bereitstellen, was ihr dann einmal schön durchtrainieren könnt. Ein weiterer Trainingsbereich für uns ist die Function Area. Kommt gerne mit. Hier hat sich alles ein bisschen was verändert, aber das hier ist quasi für euch. Der ganze Freihandelbereich ist jetzt hier ausgestattet. Zusätzlich befinden sich hier noch ein paar Cardio-Elemente, wie unser Curve oder der Ski-Ergometer. Ansonsten haben wir hier großzügig verteilt jetzt den ganzen Freihandelbereich. Kurzhanteln, Langhanteln und natürlich unsere Playground. Okay, Fläche Nummer 3 ist dann einmal unsere neue Gerätefläche. Die befindet sich dann da, wo vorher Cardio- und Freihandelbereich war. Zeigen wir euch. Hier habt ihr dann natürlich die Möglichkeit zu trainieren an den Geräten. Denkt bitte wie immer ans Abwischen, Desinfizieren und so weiter. Unser letzter Trainingsbereich ist dann Gym 1. Kommt gerne mit. So, Gym 1 ist dementsprechend ähnlich aufgebaut wie Gym 2. Dort findet ihr auch entsprechend zwei Kabelgeräte. Wir haben Fahrräder, Crosstrainer und entsprechend auch das kleine Equipment, was noch vorhanden ist. Genauso aufgebaut wie auch Gym 2, damit ihr auch hier das Workout of the Day machen könnt.